Hallo und herzlich willkommen zum 330. Mal bei Huxella, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir. Die schwer erkrankte Hoax-Mistress Alexa. Das klingt so, als ob ich immer erkrankt wäre, aber dieses Mal nur. Hallo, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich auch heute, wie immer, zum Glück der wunderbare Alexander hoax Und die wunderbare hoax <laughs> die sie natürlich auch ist, wenn sie erkrankt ist, hat sich bei ihrer Nichte über Weihnachten die Rüsselpest eingefangen. <laughs> Nicht Corona-assoziiert, ja. aber gleichermaßen schlimm, weil kleine Kinder hier immer so todesviren. Ja, aber es war schön, das war es mir wert. verbreitet. <laughs> ja. äh, wahrscheinlich werde ich das nächste Woche haben. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen back to back jetzt noch mal die beiden Jahresendfolgen von Huxella auf, äh, auf die wir uns sehr freuen und sagen auch noch, glaube ich, dann morgen in der Episode in der 331 mal ein bisschen was ausführlicher äh, zum Jahresabschluss. Das schenken wir uns jetzt und machen direkt weiter in der Hoffnung, dass deine Stimme durchhält. Oha, ja. Das war jetzt schnell. Mein das, das bin hast du nicht gerechnet. Ich, ja, bin du musst ich. jetzt eine Geschichte erzählen. Ach so. Sie müssen jetzt sehr tapfer sein. Alles klar. Die Story der Woche. Der heutigen Story geht es passenderweise auch um Japan. Und zwar ist die Frage, ob es erstens in Japan eine Stadt namens Toyota City gibt oder eine Stadt namens Toyota gibt, und vor allen Dingen äh, im Kern zweitens die Frage, ob diese Stadt nach dem Autohersteller benannt wurde. Also man könnte ja sagen, okay, die Stadt gibt's, äh, aber der Autohersteller ist sicherlich nach der Stadt benannt. Und ich behaupte heute in der Huxela-Story, dass es genau umgekehrt ist, dass die Stadt nach dem Autohersteller benannt wurde, wenn ich denn nicht geflunkert habe. Ich muss es tun. Dir ist es klar, ne? Ja. Nichts ist unmöglich. Ich ich singe jetzt nicht, nein. weil da würde meine Stimme brechen wahrscheinlich. Aber spannende Frage. Ich kann spoilern, dass Alexa das im Vorfeld äh, mir gesagt hat und ich habe richtig gelegen. Mhm. Ich sage aber nicht, was ich gesagt habe. Oh. Aber ich habe lange überlegt. Und oh, du machst das spannend. Und du warst überrascht, ja. dass ich richtig gelegen habe. Genau. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es geschlossen. <laughs> ich versuche, das rauszuzögern. Ja, ich versuche, <laughs> ich versuch ein bisschen Strecke jetzt zu oh, machen. Nein, nein. Ja, wir machen wir wir weiter. Machen weiter. <laughs> Thema der Woche. Lass dich nicht von unserer Etikette täuschen. Unseren Verbeugungen. Unseren Ritualen. Der Tod umgibt uns. In der Luft. Im Meer und in der Erde. Vergiss nicht. Wir leben und wir sterben. Alles andere steht nicht in unserer Macht. Bei uns sagt man, jeder Mann hat drei Herzen. Eines trägt er auf der Zunge, sichtbar für die Welt. Das zweite in seiner Brust, nur für seine Freunde. Ein geheimes Herz, tief verborgen, wo es niemand findet. Was für ein Mann hat Macht in einem Land wie diesem? Der, der sich zeigt oder der, den man nie sieht? Werde ich hier sterben? Wahrscheinlich. krieg ist unausweichlich leben und tod sind gleichwertig beide sind von bedeutung wir werden hier nicht sterben wir sollten längst tot sein aber noch sind wir hier mein leben gehört mir und deines dir wenn du das nicht begreifst kommst du nie aus diesem gefängnis du bist derjenige der gefangen ist du lebst nur für die freiheit du bist was ihr da gerade hochdramatischerweise gehört habt, war der trailer zur neuverfilmung der neuen miniserie shogun, die im februar 2024 hier bei uns in deutschland auf disney plus laufen wird in amerika bei hulu, einem streaming-anbieter. und äh, unabhängig davon haben wir beide noch mal die serie von 1980 mhm. mit richard chamberlain mhm. uns äh, vor einiger zeit nochmal angeschaut. Ähm, und das war irgendwie interessant, Ach, oder? Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, du hast es vorgeschlagen und ich war sofort Feuer und Flamme, weil ich mit der Serie aufgewachsen bin und die früher schon so faszinierend fand. Also äh, nicht nur Richard Chamberlain in der Rolle von John Blackthorne ist es ja. ne? in der Serie, ja. äh, sondern vor allen Dingen die äh, Darstellung der japanischen Kultur, also diese stark ritualisierte und diese... Amerika äh, die amerikanischen, sage ich schon, diese japanischen Begriffe. Und das hat mich als, als Kind schon völlig fasziniert und ich fand das immer toll. Und auch jetzt wieder, als wir sie nochmal angefangen haben und ich glaube danach tatsächlich haben wir erfahren, dass es eine Neuverfilmung gibt. Oder drum oder, 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 oder ich habe den Trailer gesehen habe gesagt, wollen wir nochmal die alte gucken, ja. bevor wir die neu gucken. Ich weiß es auch nicht ja, mehr so ganz so. genau. Und, ich freue mich ähm, da auf jeden Fall schon drauf auf die neue. Auf jeden Fall. Äh, und die alte Serie aus den 80er Jahren mit John Bryce Davis als mhm. portugiesischer äh, Lotse, der da auch in Japan unterwegs ist, auch finde ich in seiner Rolle wunderbar, mhm. mit, seinem, mit seiner Stimme, die ja wirklich Räume auch voll macht, im englischen Original oder amerikanischen Original sich anzuschauen, lohnt sich in jedem Fall. Ähm, und interessant damals, also heute haben wir so diese Riesendebatte äh, ja, über Cultural Appropriation und welche Schauspieler welche Rollen spielen dürfen und bei dieser Serie war es glaube ich von vornherein klar, dass das eine amerikanisch-japanische Koproduktion sein muss und natürlich waren es sehr viele okay. sehr bekannte japanische SchauspielerInnen, äh, die dann die Rollen auch gespielt haben der japanischen Fürsten. Samurai, Geishas, alles, was es so gab. Das war damals sehr, sehr gut gelöst und hat, wie ich finde, bis heute, auch wenn es eine Serie von 1980 ist, so viel zu der Authentizität. Ich bin kein Japan-Kenner. Ich sag das jetzt mal so: vielleicht gibt es Japan-Kenner, die sagen, das ist alles falsch. Was ich gelesen habe in dieser Serie, ist, dass die Samurai-Armeen der Kriegsherren nicht die gleichen Uniformen getragen haben, sondern die hatten jeder eine eigene Uniform, auch mit eigenen Farben. Und das einzige waren diese Standarten, die man vielleicht so kennt, vielleicht sogar aus irgendwelchen Konsolenspielen, die es ja zuhauf auch gibt über diese japanischen Schlachten. Also das hat man für die Fernsehserie angepasst, dass die einen äh, Samurai äh, in Senffarben und die anderen dann in Rot gekleidet waren, damit der Fernsehzuschauer das auseinanderhalten konnte. Aber es ist halt sehr viel Aufwand reingeflossen. Mhm. Und warum ist das jetzt Ruxilla? Kriegen wir Geld von Disney? Nein, natürlich kriegen wir kein Geld, sondern diese Serie basiert ja auf einem Roman, der 1975 geschrieben worden ist. Den ich zugegebenermaßen nicht gelesen habe. Aber was noch viel spannender ist und was ich auch bis vor relativ kurzer Zeit, also wahrscheinlich, weil ich mich da auch dann so intensiv nicht beschäftigt habe und nicht wusste, ist, dass die Geschichte von John Blackthorne und Lord äh, Toronaga auf einer wahren Geschichte beruht. Es gab einmal einen englischen Samurai, der ja, Japan maßgeblich beeinflusst hat. Ja. Und äh, ja, was, was Handel angeht, was äh, Wissensvermittlung und Schiffbau Politik, angeht, Religion, genau, Politik. Äh, und dass das ohnehin in Japan eine wahnsinnig spannende Zeit gewesen ist. Also wir müssen auf jeden Fall über die wahre Gestalt hinter Toronaga, nämlich Tokugawa Ieyasu, zu sprechen kommen. Und das ist so eine interessante Gestalt in einer so äh, spannenden Zeit auch für Japan. Da müssen wir nachher nochmal drüber reden, aber vielleicht nochmal kurz zurück zum Roman. Genau, ähm, nämlich James Clavell, Shogun, äh, so hieß das Ding, ist eine mehrteilige Reihe über Asien gewesen, die er geschrieben hat, unglaublich dicke Schicken. Ähm, leider gibt es aktuell, so wie ich das überblicke, auf dem deutschen Markt keine deutsche Übersetzung aktuell. Das, also ich habe noch den... Dicken Taschenbuchschinken aus dem Goldmann-Verlag. Und aktuell gibt es aber, glaube ich, keine deutsche Übersetzung. Es gibt ein paar gute Pakete, wo die ganzen Romane von Clevel äh, zusammengefasst sind. Und damals, das war ganz spannend, in der Zeit, als ich den gelesen habe, das war so ums Abi rum, würde ich mal behaupten. Da hatten das ein paar Leute gerade so am Wickel, weil man den Eindruck bekommen konnte, dass man mit Blackthorn zusammen Japanisch lernt, weil natürlich in oui. diesem Roman mhm. auch sehr schön umgesetzt ist, wie er die Sprache lernt, wie ihm Worte beigebracht wird, wie äh, die Flexion im Japanischen stattfindet. Das hat Clavel relativ schön äh, umgesetzt in diesem Roman. Und ähm, da hat man dann viel äh, mitgenommen. Das war schon äh, ganz begeisternd. Der Roman ist natürlich sehr, wie soll ich sagen, politisch vielleicht so. Also da geht es dann auch viel um Strategie. Und es gibt sehr, sehr viele handelnde äh, Personen, um die es da geht. Das hat, macht ihn dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen staubtrocken. Man merkt, dass der halt aus dem Jahr 75 ist, also gleiches Baujahr wie ich. Äh, demnächst geht er dann in sein 50. Jahr, dieser Roman. Äh, trotzdem ganz spannend. Und du hast es gerade schon angedeutet. Clavell hat sich das nämlich nicht alles ausgedacht, mhm. sondern ist in die äh, britische Geschichte abgetaucht. Und jetzt kommen wir nämlich zum wirklichen britischen, englischen Samurai, mhm. nämlich William Adams, der tatsächlich im Jahr 1600 in Japan landete und im Grunde genommen dann bis zu seinem Tod auch in Japan verblieben ist. Und dessen faszinierenden Lebensweg wollen wir mit, gemeinsam mit euch mal so ein bisschen nachzeichnen. Wir werden euch wie immer sehr viele ähm, Quellen verlinken und dann könnt ihr nochmal mehr stöbern. Es gibt also wirklich bis hin zu den seinen gesammelten Briefen, die er dann geschrieben hat. Das kann man sich alles durchlesen, das ist ähm, spannend. Das ist natürlich dann so ein bisschen, naja, paar Jahrhunderte altes Englisch, was nicht ganz einfach ist. Äh, aber da wollen wir euch gerne einen Eindruck geben. Vielleicht kurz bevor wir auf sein Leben zu sprechen kommen müssen wir einordnen wo wir uns geschichtlich befinden mhm. du hast gesagt im Jahr 1600 landet william adams in japan mhm. und vielleicht noch mal kurz zum eurozentrismus mhm. wir befinden uns in europa zu dieser zeit im elisabethanischen zeitalter mhm. Äh, nur zur Einordnung: Also Elisabeth die erste Tochter von Heinrich dem Achten und Anne Boleyn. Darf ich gerade sagen? Ja. Die hieß übrigens damals nicht Elisabeth die erste. Das ist lustigerweise, habe ich kürzlich ja, drüber nachgedacht. natürlich. Ah, ich habe kürzlich drüber <laughs> nachgedacht, weil da war es nämlich Königin Elisabeth und deswegen. Aber als es dann die zweite gab, war es dann irgendwann die erste. Das war aber witzig, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Aber das war nur so eine ganz kleine äh, Randnotiz ja war in der Rückschau. Also ja. es war einfach die Elisabeth. Gab genau. vorher zwar noch keine, aber. Ne? Königin Elisabeth, genau. genau. Aber eben Tochter von Heinrich dem und Anne Boleyn. Ja. ja. Und, und äh, darüber hat man ja natürlich eine gewisse Vorstellung. Was wir äh, haben, ist ja äh, Heinrich der Du hast es schon gesagt. Der hat ja auch so religiös so ein paar Dinge angerichtet, die durchaus ja Auswirkungen. Dann auch auf William Adams gehabt haben und auch auf Japan erstaunlicherweise. Darüber habe ich mir damals auch keine Gedanken gemacht, denn er hat ja sozusagen, damit er sich scheiden lassen konnte, mal seine eigene Kirche gegründet. Das ist praktisch, ne? Ja, so eine, also das ist ja die britisch-protestantische Kirche, kann man das so nennen? Das ist die Church of England. Church of das ist England. Das was ganz Eigenes und die britischen Könige sind seitdem natürlich auch automatisch Head of the Church of England. Und insofern, also. Es bildete natürlich, aber da sind wir jetzt schon so ein bisschen bei der Zeit von William Adams mhm. in Japan, einen Kontrast zum Japan der damaligen Zeit, das wesentlich enger verbunden war mit Portugal, Spanien oder vor allen Dingen mit den Portugiesen. Mhm. Und dann damit natürlich mit dem katholisch-christlichen Glauben. Der damalige Papst hat tatsächlich den ja. Jesuiten im Grunde genommen also die ganze östliche Welt überschrieben und hat gesagt: Da dürft ihr handeln. Also den, den Portugiesen hat, ja. er, hat er die äh, vermacht, hat also gesagt: Wir teilen jetzt mal die Welt. In östlich von und westlich von. Ja. Und äh, ihr, äh, Portugiesen, ihr dürft dann eben diesen Teil haben und äh, dazu gehört eben auch Japan. Also diese unfassbare Arroganz, mit der man da agiert hat, äh, da brauchen wir jetzt, glaube ich, äh, nicht weiter ein Fass aufzumachen, aber das hat natürlich Auswirkungen auf äh, die gesamte weitere Geschichte und dass man heute kulturellen Austausch, mehr auf Augenhöhe praktiziert, anstatt zu sagen, ich komme jetzt in das Land und ich komme aus Europa und deswegen bin ich per se schon mal super cool und kann euch mal zeigen, wie man vernünftig lebt, glaubt und handelt. Das ist natürlich gut, dass das... Ja, in den meisten Fällen Passé ist. Also bitte, das, bitte mehr kulturellen Austausch auf Augenhöhe. Das, was die Portugiesen und eben dann auch die Jesuiten, die da im Wesentlichen agierend waren, gemacht haben, war ja auch gar nicht so. Also, die haben relativ schnell gemerkt, wie <laughs> stolz Japan ist. Dieses ja. feudale Japan, dass sie natürlich da keinen Fuß in die Tür kriegen, wenn sie äh, sozusagen die Wilden bekehren wollen. Das war ja eigentlich das, was die katholische Kirche sonst so überall auf der Welt getan hat. Äh, und insofern sind sie denen japanischen Herrschern eher auf Augenhöhe begegnet und haben relativ schnell dann den Seidenhandel mit China an sich gebunden und den für die Japaner mit ihren westlichen Schiffen ausgeübt und haben sehr, sehr viel Reichtum angeübt. Kommen wir nochmal zurück auf Europa, weil das brauchen wir, um das weiterführende zu verstehen. Also, die Church of England den Protestanten dann irgendwann näher stehend als den Katholiken, mhm. relativ deutlich. Und man darf nicht vergessen, dass Elisabeth, ich sage jetzt nicht die erste, yeah. äh, 1588 auch die Schlacht gegen die spanische Armada geschlagen hat. Komm, kommen wir auch mhm. gleich noch zu, denn äh, England war dann traditionell mit den protestantischen Ländern äh, Europas eher immer in, äh, in Koalition, zum Beispiel mit Holland. Und da kommen wir dazu, dass die Engländer und die Holländer eine Allianz. Hatten 1598, du hast schon gesagt. 88. Äh, 88. Mhm. Ähm, äh, also, das heißt, der Krieg Spaniens äh, gegen Großbritannien, auch durchaus äh, mit religiösen Untertönen, die da äh, unterwegs waren. Sir Francis Drake, der dann ja diese berühmte Seeschlacht am Ende für sich entscheiden konnte. Das heißt, es gab große Spannungen. Und in diese Zeit hinein. Bisschen lose formuliert, ich sag's gleich genauer, ist dann William Adams geboren, denn er ist am 24. September 1564 geboren worden. Ähm, sein Vater ist mit äh, gestorben, als er zwölf Jahre alt war und William Adams ist dann Sozusagen ja in, in, in Ausbildung in Lehre gegangen bei einem sogenannten Master, der in der Royal Marine tätig war. Und wir können mal aus einem Brief, den er geschrieben hat, quasi autobiografisch mal in seine, in seine Lebensbiografie, wir machen es gleich nochmal ausführlicher, aber hineinschauen, die dann dazu geführt hat, dass er äh, 1598 Richtung Japan, also auch nicht direkt, machen wir gleich, aber auch gewollt. <laughs> und er schreibt von sich selber. Ein Brief, den er am 22. Oktober 1611, also schon in Japan, sich befinden, geschrieben hat. Und da schreibt er: Ich bin ein Mann aus Kent, geboren in der Stadt Gillingham, zwei englische Meilen von Rochester und eine Meile von Chatham entfernt, wo die Schiffe des Königs liegen. Von meinem zwölften Lebensjahr an, also da, wo er dann eben ähm, wo sein Vater gestorben ist, wurde ich in Limehouse in der Nähe von London ausgebildet und diente zwölf Jahre lang dem Meister Nicholas Diggins als Lehrling. Ich diente als Master und Lotser auf den Schiffen ihrer Majestät und diente ungefähr elf oder zwölf Jahre lang in der bewundernswerten Company der Barbary Merchants. Das war so ein Handelsverbund und das Worshipfulness habe ich mir immer erlaubt mit bewundernswerten zu übersetzen. Ich habe so kein richtig gutes Wort dafür gefunden. Also er diente in der Company der Barbary Merchants bis zur Gründung der Indian Traffic aus Holland. Das war dann eine weitere Ostindien-Gesellschaft, die sich gegründet hat, in welcher ich zu dienen wünschte, um ein wenig Erfahrung zu dem kleinen bisschen Wissen hinzuzugewinnen, das Gott mir gegeben hatte. So wurde ich im Jahre des Herrn 1598 als Lotsenmajor einer Flotte von fünf Schiffen angeheuert, die vom Chef der indischen Kompanie, Peter van der Haag, vielleicht so ausgesprochen, und Hans van der Rücke bereit gemacht wurden. Also das ist so seine Geschichte in Kurzfassung, die er berichtet. Vielleicht äh, kurz noch zum, zu der Bemerkung gleich am Anfang, wo die Schiffe des Königs liegen. Jetzt habe ich ja eben so viel von Elisabeth gesprochen. Warum denn jetzt des Königs? Er schreibt das am 22. Oktober 1611. Also einige Jahre nach dem Tod von Elisabeth 1603. Und deswegen James I. und der König und nicht mehr die Königin. Genau. Er hat tatsächlich, das wird in je nach Quelle, die man liest, wird so seine Rolle in der Seeschlacht mit Sir Francis Drake so ein bisschen überhöht dargestellt. Er sei dabei gewesen, aktiv. Also, er war tatsächlich bei der Schlacht dabei. Allerdings war er da als äh, Lotse auf einem Schiff tätig, das Versorgungsgüter zur großen Flotte geliefert hatte. Das heißt, er war da nicht in der Seeschlacht vorne mit bei, sondern hat die Schiffe äh, von England aus beliefert. Aber in der Tat war er in der Schlacht. Äh, auf diesem Weg, also in den Versorgungslinien, glaube ich, so sagt man, äh, beteiligt. Und wir kommen dann jetzt im Grunde genommen zu seiner Seereise nach, ähm, die ihn am Ende, so kann man es ja vielleicht formulieren, äh, nach, nach Japan geführt hat. Und da war es so, dass er mit diesen fünf Schiffen, ich habe sie gerade schon gesagt, äh, nämlich der Hope, also der Hoffnung, so übersetzt sich das Schiff natürlich, die Liefte, das ist äh, die Liebe. Liebe. Der Gelov, das ist der Glaube oder die Hoffnung. Der Truf, der Treue. Und der -Bot Sharp. Ähm, ja, die gute, gute Botschaft, vielleicht so könnte man es übersetzen. Äh, ich versuche es. Mein Holländisch ist wirklich nicht gut. Seht es mir bitte nach. Und äh, da war es im Grunde genommen erstmal so, dass diese Flotte nach Südamerika ähm, segeln sollte. Dort sollten sie dann ihre Waren, die sie an Bord hatte, das war so also eine Handelsflotte, die hatten schon Waren an Bord, gegen Silber verkaufen und dann nach Japan fahren. Und wenn das alles nicht geklappt hätte, sollten sie direkt Silber in Japan organisieren, um dann bei den Molukas, das sind die Gewürzinseln, so hießen sie, Gewürze zu kaufen. Die Schiffe. Hatten eine sehr bewegte Fahrt, sie sind durch Stürme gegangen. Äh, zwischendrin haben sie Schiffe verloren. Es gab ein Schiff, was dann auch von Spaniern geentert, versenkt wurde und die Menschen an Bord starben. Eines der Schiffe kehrte mit nur noch 39, nee, 36 Mann, die Gelof war das, äh, im Juli 1600 zurück ähm, und hatte von den äh, 109. Crew-Männern nur noch 36 an Bord. Die war dann irgendwann unterwegs abgebogen. Und am Ende war es so, dass äh, William Adams Bruder, der war auch mit auf dieser Reise, dann auch ähm, verstarb während der Reise von Einheimischen, als sie an Land gegangen sind, äh, getötet. Das heißt, das war eine sehr äh, bewegte Reise, die sie da erlebt haben. Ich glaube aber... Man kann auch daran ablesen, wie gefährlich und unwegbar äh, die Seefahrt ohnehin war äh, im 16. und 17. Jahrhundert und äh, was einem da so alles begegnen konnte. Also man hat natürlich feindliche Schiffe, erst recht, wenn da wirklich Spannungen auch äh, politisch existieren, die einem zum Verhängnis werden können. Man muss schauen, wie man es mit dem Proviant hält. Also es wurde mhm. auch äh, in einer Doku, die wir uns angeschaut haben, gesagt, dass die Kapitäne, die halt mit dieser kleinen Flotte von fünf äh, Schiffen losgefahren sind, sich auch so ein bisschen verschätzt ja. haben, was so den Proviant angeht. Ja. Und dann haben sie auf einmal festgestellt, ups, wenn wir so weitermachen, dann reicht das aber nicht. Und dann sind natürlich, weil man sich dann besonders beschränken musste, auch Krankheiten aufgetreten und natürlich der allgegenwärtige, wir wissen es alle, Skorbut, mhm. mit dem man da zu kämpfen hatte, eine wirklich sehr auszehrende Erkrankung. Und insofern war das Ganze, ja, man kann schon fast sagen, mehr als ein Abenteuer. Das war einfach unfassbar gefährlich, was sie da unternommen haben. Aber äh, man hat so dem, ja, Eroberungsdrang und der Neugier und auch den politischen Handel. Strategien dem Handel halt einfach sich untergeordnet, diese Gefahr. Und dann kam es eben dazu, dass äh, das letzte Schiff, das von äh, Adams, die liefte, eben in Japan gelandet ist im Februar 1600. Wir erleben halt da auch eine Zeit natürlich, da da man die Größe der Welt eben verstanden hatte schon und natürlich ging es auch Vielleicht ein Stück weit um Profit Gier. also gerade die Südamerikas äh, waren natürlich ein beliebtes Ziel, ähm, äh, da brauchen wir uns natürlich über den Imperialis äh, Imperialismus, nee Kolonialismus mhm. glaube ich, ist glaube ich dann eher noch das Wort, beides zusammen natürlich ein Stück weit, weil man sich die Welt ja aufteilen wollte, äh, das ist genau die Zeit, in der das aktiv war und ich denke auch, dass die, Seeleute an Bord dieser Schiffe, die natürlich diese weiterführenden Gedanken sich nicht gemacht haben, sondern damals, wenn man so eine Reise überstand, eine Hochrisikoreise, hatte man sehr viel Geld verdient. Mhm. Fahrenzulage. Ja, natürlich. Und das war natürlich sehr verlockend und du hast gerade schon beschrieben, nur ein Schiff, äh, Schiff äh, kehrte, also erreichte dann am Ende Japan, das andere Schiff ist ja dann zurückgekehrt mhm. und ähm, da waren auch nicht mehr alle ja gesund an ja, Bord genau ich nicht. genau und der Bruder noch um das der Vollständigkeit zu sagen ist äh, an der Küste von Ecuador äh, dann ähm, äh, umgebracht worden sozusagen bevor wir jetzt uns wieder William Adams zuwenden mhm. würde ich gerne noch ein paar Worte verlieren über das Japan zu der Zeit um ja. 1600 weil nämlich einige Monate später muss man sagen nachdem äh, William Adams dort gelandet ist etwas ganz Entscheidendes passiert nämlich die Schlacht von Sekigahara das ist eigentlich ein Wendepunkt in der japanischen Geschichte und beendet im Prinzip bis auf wenige Aufstände eine Zeit von sehr, sehr ausgeprägten, immer wiederkehrenden Kämpfen kleiner Fürsten untereinander. Und derjenige, um den es dann hinterher gehen wird in unserer Geschichte und in der wahren Geschichte ähm, von, von Shogun, ist äh, derjenige, der Japan im Prinzip befriedet und ja, die, die einzelnen Fürstentümer oder die einzelnen Clans, wie man es auch nennen möchte, zusammenbringt, nämlich Tokugawa Ieyasu. Und ähm, das ist ein solcher wichtiger Punkt in der japanischen Geschichte, dass manche Historiker, die sich damit beschäftigen, sogar sagen, das ist der Übergang zu einer neuen Zeit, nämlich der Edo-Zeit, also Edo, mhm. später Tokio. Und eben diese Zeit wurde durch diese Schlacht, die Tokugawa Ieyasu gewonnen hat, für sich entscheiden konnte, eingeläutet. Jetzt muss man sagen, dass natürlich das Land befriedet und vereint klingt so ein bisschen nett. Das war alles sehr sehr blutig. Ja, ja. Also das waren Schlachten, die geschlagen wurden und gerade auch Tokugawa Ieyasu galt jetzt nicht als jemand, der als. Milde war. Feld, ja, er milde war, sondern äh, heute würde man sagen, er hat mit harter Hand äh, das Land geeint. Im Grunde genommen danach aber natürlich eine Zeit des Wohlstands und des Friedens, wie du schon sagst, aber nur um das auch eingeordnet zu haben, das war jetzt kein, kein, kein diplomatisches Husarenstück, sondern da wurde schon auch mit dem Schwert in der Hand ähm, große Schlachten ähm, geschlagen. Ähm. Kommen wir zum April 1600. Da erreicht die Liefte dann die Insel Kyushu zunächst äh, und legt da an. Man kann übrigens sagen, woher weiß man denn das alles so genau? Also man kann schon sagen, dass auch im 16. Jahrhundert die Dokumentation dieser Seereisen ähm, ernst genommen wurde. Das war das eine. Ähm, William Adams als Lotsenmajor, also als derjenige, der für die gesamte Flotte damals dann aus fünf Schiffen zuständig war für die, für die Kursbestimmung und diese Dinge. Er ähm, hatte natürlich die Pflicht, die Dinge zu dokumentieren und natürlich ist dann aus seinen zahlreichen Briefen und Schriftstücken, die dann in seiner japanischen Zeit entstanden sind, wo er sich zum Teil ja auch zurückgeerinnert hat und diese Berichte geschrieben hat, sehr viel erhalten. Also deswegen können wir natürlich diesen Weg äh, auch sehr, sehr gut nachzeichnen. Äh, das nur noch mal so am Rande als Bemerkung, dass man sagt, woher, woher weiß man das denn? Also äh, April 1600 landen sie äh, auf der Insel Kyushu äh, und es wird dann gesagt, dass noch 24 Mann Besatzung an Bord waren und nur noch neun davon konnten aus eigener Kraft stehen. Du hast die Skommut ja schon angesprochen. Und im Grunde genommen war es dann so, dass die Portugiesen relativ schnell natürlich erkannten, dass es sich hier um ein holländisches Schiff handelte. Protestanten und natürlich wollten die jetzt nicht so gerne dass man unter Umständen in Japan erfährt, wie dieser Deal war, den sie natürlich nicht öffentlich kommuniziert haben mit den japanischen Herrschenden. Und deshalb haben sie ähm, William Adams und seine Crew direkt der Piraterie äh, bezichtigt und haben sie inhaftieren lassen. Sie sind dann in die Burg von Osaka gekommen und haben dann dort erstmal im Knast gesessen. Jetzt muss man allerdings sagen, dass... Tokugawa Yasu, wir haben das schon gesagt, jetzt nicht so der sonderlich, wie soll man denn sagen, freundlichste, mildeste Mensch der Welt gewesen ist, aber gleichwohl muss ihm wohl, so muss man das heute interpretieren, dieser portugiesische mhm. Einfluss und der katholische Einfluss auf sein Land ein Dorn im Auge gewesen sein. Es wird an ein, zwei Stellen zum Beispiel erwähnt, dass natürlich, neben dem Handel, der da stattfand, natürlich auch konvertiert wurde. Das war ja der Auftrag. Also es sollten Leute zum Katholizismus, äh, in Leute, in dem Fall JapanerInnen zum Katholizismus bekehrt werden. Und was äh, Tokugawa ja so feststellte, war, dass die Samurai, also seine. Äh, oh, wir, wir, wir setzen das immer so mit Rittern gleich. Ja, die Adelige, Adelige. Also es ist, es ist schon so ein bisschen. Also zum Samurai gemacht zu werden ist ähm, sowas wie von der Queen in den, jetzt inzwischen vom König, in den Ritterstand erhoben zu werden. Das passt schon so ein bisschen. Hat aber auch im Wesentlichen viel mit Verwaltungstätigkeit ja. zu tun. Man bekam dann Land, man bekam… Äh, ja, Personal, sozusagen Bauern oder so, die sich dann darum kümmern sollten, natürlich Reis anzubauen, denn das war sozusagen die Währung. Die Ländereiten wurden damit bemessen, wie viel Reis angebaut werden konnte. Ähm, also das, damit wurde das System aufrechterhalten. Und das war, ehrlich gesagt, gar nicht so groß unterschiedlich vom europäischen System mit den Adligen, den, den Bauern und den freien, paar freien Bürgern, die es noch gab. Und was aber äh, Tokugawa Ieyasu so feststellte, war, dass die Samurai, die ihm bedingungslos treu sein mussten, das war sozusagen eine der Kernelemente, dass sie überhaupt Samurai sein durften und dann eben die beiden Schwerter der Samurai führen durften, das ließ so ein bisschen nach weil durch den Katholizismus sozusagen noch eine andere große Kraft, nämlich die Kraft Gottes, hinzukam. Und das hat ihn so ein bisschen gestört, weil er merkt, dass das ändert ein wenig was am Gefüge und außerdem irgendwie machen die Kohle. Also insofern hatte er ein gewisse ein gewisses Misstrauen, sagen wir mal, den Portugiesen gegenüber. Und wir können mal, auch das ist in einem Brief aufgezeichnet von William Evans, den er dann an seine Frau. Achso, er war übrigens verheiratet und hatte zwei Kinder glaube ich das richtig überblicke in, in Großbritannien und er hat ihr einen Brief geschrieben wie er das erste mal auf Tokugawa Yasu äh, trifft er spricht in dem Brief von King also ich habe das jetzt mal also, mit König übersetzt das ist vielleicht also er, er schreibt King ähm, ich habe noch mal so ein bisschen mit die Hierarchie angeguckt also du hast natürlich den Tenno in Japan was der Kaiser ist wenn man so will. Mhm. Und äh, die Frage ist jetzt, ob man Shogun als König übersetzt oder mehr so als, als Kriegsherr. Oberster Feldherr, ja eigentlich ist ja so eigentlich, was, eigentlich mm. ist er der Shogun, der oberste ja. Kriegsherr. Aber sei es drum, in seinem Brief schreibt er von König, vielleicht weil das auch damals seine Sicht auf die Dinge mhm. war. Als ich vor den König trat, betrachtete er mich eingehend und schien mir sehr wohlgesonnen zu sein. Er gab mir viele Zeichen, also die haben sie erstmal mit Händen unterhalten natürlich, weil er nicht Japanisch sprach, von denen ich einige verstand und andere nicht. Schließlich kam jemand dazu, der Portugiesisch sprechen konnte. Durch ihn fragte mich der König, aus welchem Land ich stamme und was uns bewogen habe, in sein Land zu kommen, das so weit entfernt sei. Ich nannte ihm den Namen unseres Landes und sagte, dass unser Land seit langem nach Ostindien strebe, um mit allen Königen und Machthabern Freundschaft schließen wolle, dass in unserem Land verschiedene Waren gebe, die diese Länder nicht hätten. Dann fragte er, ob unser Land Kriege führe. Ich antwortete ihm, ja, mit den Spaniern und Portugiesen, aber mit allen anderen Völkern sei es in Frieden. Weiter fragte er mich, woran ich glaube. Ich sagte an Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er stellte mir verschiedene andere Fragen über die Religion und viele andere Dinge. Wie wir in das Land gekommen seien. Ich hatte eine Karte der ganzen Welt, die ich ihm zeigte, und ich zeigte ihm, dass wir durch die Magellanstraße gekommen waren. Darüber wunderte er sich und hielt mich für einen Lügner. So blieb ich von Hölzchen auf Stöckchen kommend bis zur Mitternacht bei ihm. Und ich habe, während du das vorgelesen hast, ganz unwillkürlich die ganze Szene gespielt ja. von Richard Chamberlain vor Augen gehabt und musste mich unwillkürlich fragen, ob denn dieser Mensch, der da portugiesisch sprechen konnte und dann wohl übersetzt hat in dem Gespräch, auch tatsächlich das übersetzt hat was William Adams da so von sich gegeben hat. Und das ist, glaube ich, auch dieses Misstrauen und diese Intrigen ähm, in der Verfilmung und dann natürlich auch im Roman recht detailreich dargestellt worden. Und da ist natürlich die Frage, wir haben jetzt hier William Adams äh, selbst als Quelle. Äh, das wird man wahrscheinlich nicht herausfinden können, wie das Gespräch abgelaufen ist. Und das, wir haben jetzt sozusagen seine Sicht der Dinge. Aber ich finde es ganz spannend, sich zu überlegen, ob dieses Misstrauen dann in der Situation gerechtfertigt war oder ob das vielleicht doch dann so gelaufen ist, dass der tatsächlich übersetzt hat und zwar wahrheitsgemäß. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und du hast ja die Schlacht von Sekigahara schon erwähnt. Die war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, hier war Tokugawa noch Vormund des jugendlichen Regenten. Das heißt, also er war noch nicht wirklich in, in, in einer wirklichen Rolle. Also er war natürlich ein hoher Adliger in Japan, aber er war noch nicht mal Shogun zur damaligen Zeit. Also das kam ja alles erst noch. Ähm. Nach diesem Gespräch und diesem positiven Eindruck, den William Adams hinterlassen hat, ist er erstmal in andere Gefängnisunterkünfte untergebracht worden. Es war ein bisschen besser für ihn. Und er hatte dann noch mehrfach die Gelegenheit, sich mit Tokugawa auszutauschen. Und der hat sich dann von ihm wirklich alles über Schiffs, Schiffbau, Nautik, Mathematik und andere Dinge aufklären lassen. Und äh, dann hat ihm irgendwann William Evans auch das erzählt, was natürlich jetzt ein bisschen unangenehm war, nämlich den Vertrag von Tordesillas aus dem Jahr 1494. Und da hatte der Papst Alexander VI. den Portugiesen die halbe Welt ja zugeteilt. Wir sprachen schon darüber. Mhm. Und das war jetzt so eine Situation, das war jetzt wirklich äußerst unangenehm. Das heißt, der Plan der damals dort tätigen Portugiesen, portugiesischen Katholiken, ist nicht aufgegangen. Und ganz im Gegenteil war der William Adams für Tokugawa jetzt eine Wissensquelle. Und das ging dann auch immer noch weiter. Er sollte ihm dann also irgendwann Schiffe bauen. Und das hatte er ja zum Glück ja auch ein Stück weit gelernt. Dieses Handwerk. Und Wobei, entschuldige, dass ich dich unterbreche, er in einer Quelle selber von sich sagt, er hat erstmal ein bisschen abgelehnt oder abgewinkt, weil er sagt, nee, ich bin da wirklich kein Experte, was Schiffsbau angeht. Und dann hat Tokugawa gesagt, nee, mach mal, mach einfach und es wird schon passen. Und dann hat er das auch gemacht und es schien ja auch gepasst zu haben. Genau, das war dann vier Jahre später. Also, wir hatten dann die Schlacht schon, die wir angesprochen haben. Es war dann auch so, dass danach der Tenno. Tokugawa zum Shogun ernannte, zum obersten Feldherr. Und im Jahr 1604 sollte dann Adams ihm ein Schiff nach westlicher Bauart bauen. Das tat er dann auch. Und ein Problem gab es allerdings. William Adams galt dann so ein Stück weit als Faktotum. Also er war das Mädchen für alles, für den Shogun, hatte eine unglaublich prädestinierte Position sowieso schon. Aber eine Sache untersagte Tokugawa ihm, mhm. nämlich nach Hause zurückzukehren. Er durfte Japan nicht verlassen und das war natürlich eine Belastung für Adams, weil er hatte Frau und Kinder in Großbritannien, zu denen er nicht zurückkommen durfte oder konnte. Und dann kommt es schließlich zu etwas, das ich so in der Vorstellung irgendwie faszinierend finde. Also irgendwann hätte dann ähm, William Adams mal die Gelegenheit gehabt nach England zurückzukehren und auch die Erlaubnis des Shoguns. Mhm. Und dann hat er aber gesagt: Ja, es ist dann jetzt auch irgendwie egal und okay, ich bleibe mal hier und will zwar noch irgendwie herumsegeln und Handel treiben und Dinge tun, aber ich will nicht mehr unbedingt nach England zurück. Und dann kommt es eben dazu, dass der Shogun William Adams für tot erklärt und sagt: Den gibt es nicht mehr, es gibt jetzt Mura Anjin, den Navigator von Mura und das finde ich eine ganz ganz interessante Vorstellung, dass sozusagen das alte englische Ich abgelegt wird und dann das neue japanische Ich von William Adams jetzt äh, Mura Anjin ja zum Vorschein kommt oder geboren wird und er nimmt dann auch eine Japanerin zur Frau, Oyuki und hat mit ihr auch zwei Kinder, die netterweise Josef und äh, Susanna heißen. Und das ist äh, schon sehr, sehr äh, ungewöhnlich, also dass man dann sagt irgendwie die eine, der eine Teil meiner Person ist jetzt tot und es wird ein anderer geboren. Genau, also er ist zum einen zum, äh, zum Samurai erklärt worden. er bekam dann, äh, auch ein Lehen, ein relativ großes äh, Landstück und mit ja, Dienern, die ihm da äh, eben zugeteilt dann wurden, die das Lehen für ihn äh, bestellt haben. Und gleichzeitig hat er dann aber zusätzlich zu diesem Samurai-Status, dass er eben diese beiden Schwerter bekam, die dafür das öffentliche Signal gewesen sind, dass er als Samurai ist, auch noch den Titel Hatamoto, was äh, ja einem direkt dem Shogun mhm. unterstellten. Treuen, Vasallen, der für das Wohl des Landes diesen Titel trägt, und der den bekam dann, auch noch. Genau, und der dann in Gegenwart des Shoguns auch die Schwerter tragen darf, was natürlich Eine besondere in Ehre einer ist. solchen Zeit, wo man mit allem rechnen muss, ein großer Vertrauensbeweis ist. Genau. Ähm, Interessanterweise, das klingt jetzt alles so ein bisschen äh, furchtbar. Muss man allerdings William Adams immerhin zugestehen, dass er Briefe ja an seine Frau weiterschrieb, dass er auch immer dafür gesorgt hat, dass sein Vermögen ein, oder ein Teil seines Vermögens nach England überführt wurde. Das heißt, er hat seiner Frau immer Geld, also seiner britischen Frau immer Geld zukommen lassen. Ähm, es gibt allerdings noch weitere Quellen, weil er natürlich dann viel in Japan unterwegs gewesen ist, um die Aufgaben des Hatamoto zu erfüllen. Ähm, sogar noch mit einer weiteren Japanerin eventuell ein Kind gehabt haben soll. Das ist nicht ganz klar, ob das äh, wirklich stimmt, aber zumindest gibt es da äh, Hinweise darauf. Also er hatte es sich in Japan sehr kommut, ich mag das Wort kommut so schön, sehr kommut eingerichtet, um nicht zu sagen, er hat den Sprung in den absoluten obersten Adel Japans als äh, Brite geschafft. Absolut einzigartig. Ja, das muss man sagen. Er muss, das kann man sicherlich aus seinen Briefen und auch aus seiner Art zu leben und sich eben da kommod einzurichten, wie du es genannt hast, auch schließen, dass er eine große Faszination für die japanische Kultur entwickelt hat. Und nochmal, also der Hof von äh, Tokugawa Ieyasu äh, muss auch einer gewesen sein mit einem hohen Maß an, an Vorliebe für Bildung. Interesse an den Künsten, Interesse am Handel und einer gewissen Offenheit. Also, ich stelle mir das tatsächlich wahnsinnig faszinierend vor. Ähm, eine, eine ganz, ganz spannende Epoche in der japanischen Geschichte, in der also William Adams da zu Miura Anjin wurde. Und wenn man sich überlegt, wie es vorher war und wie es weiterging, ähm, dann mit der japanischen Geschichte, dann war das, glaube ich, ja, ähm, eine, eine wirklich. Ja, besonders lichte, offene Phase, die er da erwischt hat und die er natürlich auch maßgeblich selber mit beeinflusst hat. Denn was er tat, war die, die portugiesische Vorherrschaft zu verändern und damit auch die Vorherrschaft des Katholizismus zunächst mal einzubremsen. Denn äh, er schaffte dann, dass die holländische East India Company in Japan Fuß fassen konnte und im Gegensatz zu den Portugiesen frei handeln konnte. Also zu freien Preisen freie Waren äh, nach Japan oder aus Japan heraus transportieren konnte. Die Portugiesen waren da an enge Vorgaben und an vorgegebene Preise gebunden. Und das hat er dann bewilligt. Und damit, du beschreibst es schon, öffnete sich Japan zunächst mal. Mhm. Auch auch de facto insofern, als dass das tatsächlich äh, neues Blut klingt, so bescheuert, aber ihr wisst, wie ich meine, es gab neue Einflüsse, es gab neue Waren, es gab jetzt belebten Handel mit Holland. Ich, ich muss an der Stelle nochmal einhaken, weil man meine letzte Beschreibung vielleicht auch so ein bisschen so verstehen könnte, dass ich jetzt nur meine, nur weil er da gelandet ist und seinen Einfluss ausgeübt hat, war es irgendwie so Licht- und Kunstinteressiert und so. Das ist natürlich Mumpitz, äh, das macht man eigentlich eher zu Recht fest an dieser Person des Tokugawa Ieyasu. Also das ist sozusagen derjenige, der eben dieses Zeitalter einläutet ja. und eben ja, diese diese besondere Gestalt in der japanischen Geschichte ist also bitte nicht mich falsch verstehen es war vorher eine sehr sehr blutige unsichere Phase dann kommt eben dieser unfassbar gebildete interessierte tolle Tokugawa Ieyasu und dann ähm, folgt das werden wir nachher noch genauer schildern eben eine Phase, wo, wo sich die japanische Kultur, das Land eher so ein bisschen nach außen abschließt. Mhm. Das, damit können wir das dann, dann genau. das Thema auch vielleicht ein bisschen beschneiden. Also, 24. August 1609 gibt es ein Edikt von Tokugawa Ieyasu, das also dann diesen Handelsposten ähm, äh, ermöglicht, der Holländer, und dann wurde das am 20. September 1609 auch umgesetzt. Also, das ist ein erster großer Wandel und 1611 tatsächlich gelang es dann William Adams auch noch den Engländern einen Zugang nach Japan zu ermöglichen und auch das war natürlich noch mal ein weiterer Effekt und ähm, ja, beschreibt so ein wenig das, was du gesagt hast. Ich will das nicht alles wiederholen. Und dann kommen wir leider in eine Zeit hinein, leider weiß ich nicht, das klingt so ein bisschen äh, schnöselig, wenn mm. wir das unsererseits natürlich Auch sagen. Eine andere Phase. Eine andere Phase, und das hast du schon beschrieben, nämlich eine Phase, in der dann äh, im Grunde genommen der Zugang extrem beschränkt wurde von Ausländern nach Japan, äh, dass Konvertiten wieder dem katholischen Glauben abschwören also, sollten oder das, sogar das, verfolgt wurden, ja, wenn sie das nicht taten. Glaube wird verboten, ja. um es mal knallhart zu sagen. Und äh, das alles passiert aber dann so in der Zeit nach dem Tod von Tokugawa Yasuo und äh, William Evans, der dann äh, 1620 verstirbt an einer Krankheit. Da gibt es äh, Spekulationen, ob das Malaria gewesen sein könnte, die ihn dann dahin gerafft hat. Das wissen wir nicht. Äh, und dann ändert eben die, diese Zeit. Es ist noch klar, dass sein Sohn ähm, Joseph äh, seinen sein, sein Titel geerbt hat und damit auch die Ländereien äh, behalten durfte. Danach verflüchtigt sich aber so ein bisschen seine klare Blutslinie und man kann dann eben auch durch diesen, durch diesen Abschluss Japans nach außen nicht mehr so ganz nachvollziehen, äh, wie es weiterging. Aber wir können festhalten: 20 Jahre lang hat. William Adams großen Einfluss auf Politik, Wirtschaft und dann am Ende auch durch das Verbot des Katholizismus oder Zweifel am Katholizismus oder die Öffnung auch nach Protestanten, die auch einen Einfluss auf die religiöse Entwicklung Japans gehabt. Es gibt inzwischen Historiker, die sagen, es sei relativ unklar, was passiert wäre, wenn er nicht diesen Einfluss gehabt hätte ob das dann den Portugiesen vielleicht gelungen wäre, noch viel weitere Teile Japans zum Katholizismus zu konvertieren. Es gab schon große Kirchen im Land, also das ging da schon relativ gut voran. Und natürlich haben die sehr aufgepasst, dass es eben keinen weiteren äußeren Einfluss gibt. Und das hat ihnen William Adams so ein bisschen verbaut. Ob es gut ist, ob schlecht ist, mag ich nicht zu beurteilen, aber das ist das, was die Historiker so hineininterpretieren äh, in die Geschichte. Ja, und ähm, wenn ich was mitgeben darf aus diesem Thema, das wir heute behandelt haben, dann ist es vielleicht, aber das habt ihr sicherlich ohnehin schon, ein, äh, eine Neugier, was außereuropäische Geschichte angeht und äh, da auch eine gewisse Affinität. Ich bin sicher, ich renne da sowieso bei euch offene Türen ein. Und äh, ja. Das ist so das, was ich noch vielleicht so als Take-Home-Message formulieren würde. Er hat äh, dann, das können wir auch nochmal sagen, ab 1614 selber wieder einige Expeditionen angetreten. Er durfte dann das Land wieder verlassen. Und du hast es aber schon beschrieben, das war zu einem Zeitpunkt, wo er schon so fest verwurzelt war mit der japanischen äh, Tradition, dem Land, den Menschen seiner Frau, den Kindern, die er dort hatte, dass er dann eben nicht mehr das Land verlassen hat. Aber er hat so einige. Expedition noch durchgeführt. Und es ist ganz interessant, man kann heute noch ein Grab von ihm besichtigen. Es gibt das gelegentliche jährliche Anjin-Mura-Festival, was gefeiert wird. Also diese Idee des Anjin-Mura ist vorhanden. Es gibt sogar einen Stadtteil von Tokio, der nach ihm benannt wurde im Grunde genommen offiziell noch diesen Titel trägt, den benutzt aber heute keiner mhm. mehr, insofern ist das eher so eine Fußnotiz, aber dieser Einfluss ist relativ groß gewesen und die Idee, dass jemand, ähm, ja, im, im, im Grunde genommen in einem komplett anderen Kulturkreis hineinkommt und sich dort so assimiliert, so aufgenommen wird und so dann letztendlich auch einen Einfluss hat, ist einfach hochgradig und zwar spannend. Nicht als Eroberer dorthin kommt, nee. sondern sich wirklich dann auch mit der Kultur auseinandersetzt und sie lebt letzten Endes. Das finde ich faszinierend. Eine weitere Geschichte, vielleicht werden wir da nochmal einen zweiten Teil machen, da muss ich dann aber erst nochmal das Buch gelesen haben, ist die Geschichte von Yasuke, mm. einem Afrikaner, der auch Samurai wurde in Japan. Da muss ich mal schauen, da haben wir kürzlich das Buch von der Wishlist geschenkt bekommen, genau, weil wir schön. natürlich im Rahmen der Recherche natürlich dann geschaut haben, was gibt es denn noch, noch so. Ähm, da muss ich aber erst nochmal mich einlesen. Also das ist nochmal eine zweite Geschichte. Und vielleicht beschließen wir das Thema... Äh, nochmal mit einem, mit einem Brief, das äh, den äh, William Elves dann an die, ja, an den Außenposten Bantam geschickt hat, der, der Engländer. Das war so, da hatten sie noch nicht Zugang zu Japan, aber waren kurz davor und haben sich in Südostasien ja äh, auch ähm, festgesetzt, die Briten. Äh, der Brief ist aus dem Jahr 1612 und da beschreibt er Japan nochmal, das ist vielleicht ganz schön, denn er schreibt, die Menschen in diesem Land, Japan, sind von Natur aus gutmütig über die Maßen höflich und tapfer im Krieg. Ihre Gerechtigkeit wird streng und ohne jegliche Parteilichkeit gegenüber Gesetzesübertretern ausgeübt. Sie werden in großer Höflichkeit regiert. Ich bin der Ansicht, dass es kein Land auf der Welt gibt, das besser durch bürgerliche Politik regiert wird. Das Volk ist, seiner, ist in seiner Religion sehr gefestigt und hat vielfältige Weltanschauung. Das spricht schon dafür, dass er sich da recht mhm. wohlgefühlt hat und natürlich aus so einem starre, starren aristokratischen System stammend, wie es in Europa natürlich der Fall war oder auch in Großbritannien mit der unumstößlichen Königin, kann man jetzt sagen, ja gut, aber die haben doch auch einen Regenten gehabt und einen Shogun gehabt, aber das waren ja Positionen, die wie soll man denn sagen, durch Leistungen sich auch erarbeitet er, er werden konnten, vielleicht auch durch die Intrigen, natürlich durch Mord und Totschlag und Kriege, völlig klar, ähm, aber vielleicht ein bisschen mehr Leben, deshalb dieser Gedanke einer bürgerlichen Regierung in Japan, denn das war ja in Großbritannien eher nicht denkbar, in England, da gab es äh, König oder Königin und dann war es das, da war ja festgeschrieben, äh, wer da das Sagen hatte. Wir werden euch eine ganze Reihe von... Quellen verlinken bis hin zu einer Quelle, wo ihr online ein Buch mit den gesammelten Briefen von William Adams lesen könnt, wenn ihr das mögt. Und wer sich da interessiert, kann sich da einschmökern. Und ansonsten natürlich James Clavell kann man da nochmal empfehlen. Schurun. Und schauen wir mal, was die Serie jetzt Anfang 2024 bringt im Februar. Mhm. Vielleicht ist die auch ganz furchtbar, man weiß es nicht. Also ich fand sie vielversprechend, aber das muss man dann hinterher sehen. Genau, man, man kann erstmal reinschauen und ja. dann mal schauen. Vielleicht könnt ihr diese Serie jetzt mit dem, was ihr hier bei uns gehört habt, aber ein bisschen besser. Einordnen. Das wäre ja schon äh, ein Gewinn, beziehungsweise ihr habt jetzt einen Einstieg in Quellen und könnt euch selber zu diesem Thema ein wenig weiter einlesen. Mhm. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir müssen jetzt noch erfahren, Alexa, mhm. was es denn mit der Stadt Toyota auf sich hat. Auf Ist geht's. es jetzt Stadt nach Auto oder Auto nach Stadt? <laughs> wir werden es gleich erfahren. Die Auflösung. Es ist tatsächlich so, dass die Stadt Toyota nach dem Autohersteller benannt wurde und nicht umgekehrt. Sie wurde nämlich auch erst 1959 so genannt und hieß vorher Koromo. Also insofern ist das natürlich ein Zeichen dafür, wie erfolgreich diese Marke auch gewesen ist. Man kann ja auch es einfach nicht anders sagen, als dass, dass das eine absolute Erfolgsgeschichte ist. Es ist ein bisschen schwierig festzustellen, wie man das durch Quellen belegen kann. Das könnt ihr in, unter dem Link, den wir euch natürlich auch dazu packen, euch nochmal anschauen. Also es gibt Hinweise darauf, zum Beispiel bei Reuters und also auch bei der New York Times, dass man eben tatsächlich davon gesprochen hat, dass in den 50er Jahren diese Umbenennung erfolgt ist. Und das ist schon relativ gesichert, dass das auch so gewesen ist. Aber es ist ein bisschen Recherchearbeit notwendig, um das zu belegen. Äh, im Jahr 2020 ist übrigens äh, Toyota äh, 1937 übrigens gegründet, der Konzern als wertvollste Automobilmarke der Welt mm, ausgezeichnet okay. worden. Also das zeigt natürlich auch die große Verbundenheit und auch den Stolz, mhm. den Japan mit dieser Automarke verbindet. Wir werden euch hier zum Outro jetzt nicht großartig mit so etwas wie einem Jahresrückblick langweilen. Das liegt auch daran, dass Alexa mir gleich vom Stuhl sinkt und ich glaube gerade wieder ein bisschen Fieber kriegt. Das machen wir morgen nochmal etwas ausführlicher. Da schauen wir nochmal auf die Zahlen. Wir können jetzt nur eins machen, schon mal am Ende der Sendung, nämlich Danke sagen, danke für eure Unterstützung. Das machen wir dann nochmal ausführlich in Folge 331. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß, vielleicht beim Schmökern über William Adams und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxilla.com unter dem Punkt unterstützen Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@toxilla.de und wenn ihr mögt dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast Seiten die uns führen.